Hey, ich bin Joy, willkommen zurück zu Dead Space aus der... Ja, ich weiß gar nicht, was hier passiert ist. Sieht ziemlich übel aus. Ich weiß... Ist das eigentlich dieser... Ist das eigentlich dieser... wie heißt das denn nochmal? Der Marker? Oder ist das nur ein Modell von dem Marker? Auf jeden Fall sind die hier ziemlich abgedreht, so religiös. Naja, ich glaube, wir müssen hier lang. Ist schon wieder eine Weile her, dass ich gespielt habe. Hier gab es noch einen Shop. Ich weiß gar nicht, brauche ich den Shop? War ich schon in dem Shop? Hier sind überall diese religiösen Zeichen und so. So, da müssen wir hin. Da lang. Ich guck mal eben, was hier ist. Umkleide und duschen. Hallöchen! Hier gibt es auf jeden Fall was. Freigabe bestätigt. Munition ist immer gut. Da ist doch das was drin. Stase. Dann haben wir hier ein Schemata. Erweiterter Ingenieursrig. Okay. Müssen wir vielleicht nochmal zum, Boah, hier haben sie sich ja alle umgebracht. Alter, was ist denn hier los? Vor allem alle mit dieser Kerze hier. Die haben Tüten über dem Kopf oder was? Alter Schwede. So, ich wollte das hier. Jetzt habe ich F gedrückt. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich gerade parallel noch Atomic Heart spiele und da benutzt immer F. Das ist immer der Nachteil, wenn man zwei Spiele gleichzeitig spielt. Okay, ich glaube, da haben wir dann alles. Alles klar. Sonst noch irgendwo irgendwas hier oben. Gut, dann geht's hier weiter. Zero G Basketball. Okay. Nochmal umkleiden und duschen. Ach, von der anderen Seite einfach. Okay. Habe ich gleich gesehen. Ein Textlog. Benutze das Kinese-Modul, um den Ball zu greifen und ihn in die Ringe zu werfen, bevor der Timer abläuft. Für das Bestehen jedes Levels erhältst du eine Belohnung, die du im Spinden abholen kannst. Wenn das Innere eines Rings aufleuchtet, ziel auf diesen Ring, um einen Punktenduplikator zu erhalten. Am Ball bleiben. Ah, diese Spinte. Okay. Dann müssen wir also Punkte erzielen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 Punkte. Das ist ja witzig. So, was haben wir da? Zum Gemeinschaftsraum. Zu den Duschen. Da sind wir hergekommen. Hier brauchen wir eine... Okay. Ah ja. Schwerelosigkeit aktiviert. Setball. Was ist da? Ach, guck mal. Die Batterie. Oh, okay. Verstehe. Warum die gerade hier rumschwebt? Keine Ahnung. Schwerelosigkeit deaktiviert. Also ich will auf jeden Fall Setball spielen. Ich mal ausprobieren. Ist klar, mit Chinesen, ne? Stufe 1. Ah ja, okay, das ist einfach. Ist aber sehr langsam, oder? Stufe 2. Sind hier Viecher? Ach, guck mal hier. Ich hab's gewusst, da ist auch einer. Oha, wir brauchen Level 2. Aua! Alter, wo ist denn noch einer? Fuck you einfach. Oh, noch einer irgendwo. Treffer!
Jetzt müssen wir uns aber beeilen hier. Oh. Alles nur, weil die Scheiße mich genervt haben hier. Ich will alle 6 Spinte. Gibt's hier sonst noch was? Hoffentlich kommen die nicht jedes Mal hier. Wo ist der Ball hin? Ah, da leuchtet was. Egal welches Loch, also nein, so meine ich das nicht. Es ist egal welche Farbe, außer die aufleuchten. Dann gibt es doppelt. Okay, wir brauchen, ich glaube, da waren 6 Spinte, das heißt, wir brauchen. Ach, da hätte ich rein gemacht. 3, sehr schön. Oh, jetzt gehen die Dinger zu. Easy. Zumindest mit Maus und Tastatur. Treffer! Stufe 4. Ah. Da oben hätte ich hingemusst. Wäre besser gewesen. Mehr Punkte. Stufe 5. Wir haben ja ewig Zeit. Das können wir jetzt ewig so weitermachen. Treffer. 145, 160 brauchen wir. 155, einen noch. Damit jetzt. Achso, die muss ich jetzt noch. Oh, die muss ich jetzt noch abschließen. Für 6 ist schwierig. Das lohnt sich bestimmt. Ah. Wenn die Bälle mal schneller kommen könnten, würden. Noch 15. Noch 10. Komm, ein Leuchtender jetzt und haben wir's. Alle Stufen abgeschlossen. Gibt's denn noch irgendeine Special-Sache wohl? Highscore habe ich auf jeden Fall geknackt. Okay, kein Bock mehr. Reicht mir. Y. Boah, das ist scheiße. Schwerelosigkeit deaktiviert. Was haben wir denn hier? Munition. Energielade irgendwas. Energiekanone. Ah, das lohnt sich auf jeden Fall. Wir gehen gleich nochmal zurück und lösen das mal alles am Automaten ein. Und einen Knoten. Sehr schön. Können wir die schon mal da reintun? Belohnungsschrank ist jetzt verfügbar. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Mal einmal zum Shop zurück. So, mal sehen, ob was wir hier verkaufen können. Oh. Anzug Level 5. 60.000. Da müssen wir erstmal verkaufen. Was ist das Ding? Energiekanone. Munition für die Energiekanone. Komm weg damit. Laserkanone. Ja, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen sparen. Die kann ich noch verkaufen. Flammenwerfer. Das sind die Waffen, die will ich aber nicht verkaufen. Lager.
Tja, bis 60.000. Da müssen wir echt eine Weile jetzt sparen. Da will ich auf jeden Fall die Schrankverbesserung. Das kann ich. Okay. Alles klar, dann gehen wir mal da hoch. Ich weiß schon wieder gar nicht, was ich überhaupt machen muss. Was das Ziel ist. Was steht da? Finde ich Schlüssel für das Besatzungsdeck. Okay. Hier hoch. Eine Mission mehr. Ah ja. Ja, richtig was los hier. Da liegt was. Das sieht mir nach Schlüssel aus. Schlüssel für Besatzungsdeck. Ah, wir sind hier. Wir sind hier oben. Ja, sieht man den Highscore. Game Schedule. Spieleplan. Okay, ich nehme den und da passiert nichts, wa? Ach, scheiße. Was? Schon ausgeräubert. Hätte mal gemacht. Ja, das ist doch richtig. Wollte schon sagen, der war auch gerade nicht da. Müssen wir den Schneider nehmen. Ach, fuck, ey. Haben wir wenigstens Save Point? Wahrscheinlich nicht. Aufbau von Shadern stand da gerade. Ich dachte, das wird alles zwischengespeichert. Nun gut. War ich wohl mal ein Schneider-Schneider-Popeiler hier, hä? So. Ihr könnt mich mal. Ciao. Zum Glück öffnen die keine Türen. Na, warte, war die Zero-G. So, jetzt geht's rund. Freunde.
Wie, das war's doch jetzt noch nicht, oder? Was ist das? Guck mal, so einfach ist das, wenn man weiß, was man tun muss. So, jetzt können wir mal dadurch durchkommen. Ach, ich sollte vielleicht nochmal speichern, wenn wir schon mal dabei sind. Zack und zack und jawoll. 6 Jahre später. So, Etage 1. Okay. Mr. Clark, und dank dieses undankbaren Menschen wird mir die Konvergenz immer noch verweigert. Masha, warten Sie. Hey, ich will es verstehen. Was ist Konvergenz? Das wissen Sie doch. Tot oder lebendig. Wir alle spüren die wahre Bestimmung des Markers. Wollen Sie nicht die wiedersehen, die Sie verloren haben? Ich... Ja? Dann helfen Sie mir doch. Mr. Temple hat sich geweigert. Aber wir sind so nah dran. Alles, was auf der Ishimura passiert ist, ist erst der Anfang. Wenn Sie es so ausdrücken, können Sie und Ihr Marker sich zum Teufel scheren. Er hat's ja provoziert quasi. Ein langsamer Tod in der Stase. Ein langsamer Tod. Ich denke. Oh no, nicht der schon wieder. Mal sehen, wo muss ich denn hin? Wo gibt's hier Stase irgendwo? Gibt's Schränke? Freigabe bestätigt. Einmal noch. Sauber weg, ey! Alter, wo muss ich denn hin? Das ist doch schon wieder... diesen Linien folgen. Aber oh, dass der nicht läuft, ey, das macht mich so kirre. Was ist denn das? Ah! Ah, Männer! Oh, oh, oh. Hier muss doch noch irgendwo so ein Ding geben. Da oben. Da.
sind hier diese Geschwülste? Ah, hier ist der. Ach, guck mal, hier ist der Aufzug. Da muss ich hin. Das heißt, dieses Geschwülste, dass der einfach nicht rennt. Wo sind denn hier diese scheiß Geschwülste? Vielleicht jetzt außen? Da ist so. Da ist so. Ich habe keine Ahnung. Vergessen, aber ach, das ist der Marker hier. Ich sehe nicht, wo ich hinschießen muss. Dieses Ding muss ich hier wegziehen. Es geht darum. Geht hier rüber, da hoch. Ich sehe es nicht. Es tut mir leid, ich sehe es nicht. Da geht's dann hier rüber. Bis da oben hin. Ich weiß nicht, wo der zweite Punkt ist, den ich anschießen muss. Finde ich nicht. Keine Ahnung. Nervt mich gerade. Und du nervst mich auch, ey. Du nervst einfach nur. Ich stehe noch raus. Geht nicht. Ja. Jetzt stehe ich hier, ich dummer Tor, und bin so schlau wie je zuvor. Ach, hier kann man noch raus. Ah, guck mal. Meine Fresse. Ach, ich musste da einfach nur raus. Ich musste gar nicht den Aufzug hoch. Oh, dieses Spiel verarscht einen auch immer wieder. Immer wieder wirst du hier verarscht. Ziel aktualisiert. Isaac. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so leid. Man hört sie. Ah, jetzt sind wir oben, oder? Kann das sein? Aber ein Medipack. Ah, ist ein Glück. Hier ist gar nichts.
Irgendwie müssen wir Energie wiederherstellen. Okay. Oh nein! Oh nein! Wie ich diese Viecher hasse. Ein Tisch! Ach, Kopfhörer sind heute wieder so eng irgendwie. Alles klar. Flammenwerfer. Was können wir denn hier noch schönes? Kapazität können wir den noch erweitern. Okay. Oh, Flasche Wein jemand? Da ist noch eine. Ich glaube, jetzt haben wir es aber, ne? Da war noch was. Da ging es runter, da ist nichts. Da war der Tisch, da war der Shop. Hier geht es weiter zu den Standardquartieren. Okay, da kommen wir jetzt mal hier. Ach, guck mal. Lohnt sich. Noch ein Knoten. Können wir den ja direkt wieder benutzen. Für... Hier haben wir alles voll. Ne, hier haben wir noch was. Warte mal, da haben wir noch... Nachladezeit kann man mit denen noch. Da haben wir Plasma-Cutter. Kapazität hätten wir noch. Kapazität, zweimal Kapazität. Und shaven. Kommen?
Bevor hier gleich wieder die Viecher kommen und die Dinger zum Leben erwecken. Irgendwas muss es hier ergeben, sonst wäre nicht diese dämliche Stange gewesen hier, ne? Okay, gibt es da hinten noch was? Die Stase gibt es da noch. Speisesaal. Aha. Da können wir rein. Brauchen aber eine Batterie. Die wir wahrscheinlich da hinten irgendwo finden. Ripper-Munition. Kam unerwartet. War ich denn so schlecht? Von der Gesundheit? Oder ist es so ein Special Feature, wenn man zu nah rankommt, dass sie einen einfach enthaupten können? Ich muss mir den ganzen Scheiß normal anhören hier. Bestes Rohr. Da hinten war auch noch was, oder? Hier war noch was. Hier war da noch was. Stase. Hier war doch noch was. Was soll das denn? Werden diese Dinger per Zufall generiert, was da so liegt? Kann man den besser mit einem Flammenwerfer? Ich weiß es nicht. Textblock lesen wir später. Da haben wir Stase. Toxische
einiges drin. Ach, die Batterie! Da ist er erstmal hier. Gucken, dass das Viech wirklich tot ist. Gut aus. So. Gibt's noch hier? Also da war der Lagerraum mit der Batterie. Okay. Was haben wir hier noch? Das ist auf jeden Fall... Ah, ist noch aufgegangen. Oh. Okay. Wieder. Lass mich doch mal vorbei. Ich brauche die Batterie. Toxische Gefahr beseitigt. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Was? Oh! Wo ist die Batterie? Da. Oh, fuck. Mein Greenscreen flackert, weil die Sonne da drauf scheint. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ach nee, alles nochmal. Wirklich? Kein Autosave? Das ist doch... Das ist jetzt wieder Quälerei, ne? Warum, nachdem ich diese Viecher da besiegt habe, warum kein Autosave? Ich verstehe es nicht. An jeder Scheißstelle kriegst du ein Autosave. Nur nicht da, wo es wirklich, wirklich, wirklich sinnvoll wäre. Naja, ich kann es nicht ändern. Ach, ey. So, und dann als nächstes bringe ich die Batterie zuerst rüber. War ich noch da?
alle mal. So, jetzt fahren wir nämlich erst mit dem Ding zum Aufzug und befreien dieses Scheißteil, nicht? Guck mal, was da ist. So, mit der können wir jetzt dahin. Jetzt speichere ich auf jeden Fall erstmal. Ich habe keinen Bock, die Scheiße nochmal zu machen. Speisesaal A, Speisesaal B. Hier waren wir doch schon mal. Natürlich. Wann waren wir hier? Okay, dann haben wir keine andere Chance. Hä? Das war dieses kein Stromding. Okay, ist einfach nur eine Abkürzung. Alles da. Oh, ich bin zur Hälfte schon nicht mehr da. Ja, was soll ich machen? Die Sonne scheint gerade volle Kanäle rein. Oh! Ach du Scheiße. Guck mal, da steht da eine Pflanze und leuchtet durch mein... Ich muss mal eben... Warte mal. Also hinter der Greenscreen ist ein Fenster und da schien jetzt die Sonne rein und auf der Fensterbank steht eine Pflanze, hat diesen Schatten da drauf geworfen, deswegen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das war. Witzig. Karte. Genau. Wollte ich nochmal gucken. Aber wir müssen jetzt tatsächlich nochmal runter. Hallo? Hallo? Oh, jetzt habe ich nochmal drauf gedrückt. Ich Idiot. Jetzt. Ne, ist wieder Speisesaal. Ich muss. Heaven, Ass and Threat, du. Himmel, Arsch und Zwirn. So, Connection lost. Jetzt müssen wir dieses Teil zerstören. Dann kommt aber der Woogie Woogie. Und danst mit uns den Woogie. Erstmal gucken, ob es hier noch was Schönes gibt. Da gibt es was Schönes. Und da gibt es noch einen Textlog. Ich glaube, war das der? Gucken wir später an. Und da gibt es auch noch was Schönes. Hier
Viecher. Er sagt noch einer, die Waffe ist schlecht, so. Zumindest für sowas ist sie gut. So. Genau. Ah, jetzt kommen wir oben durch. Praktisch. Da liegt doch noch was. Ah, jetzt kommen wir da hinten her. Da hinten. Kommen wir jetzt den Aufzug runter. Hier nicht schon mal? Ach ja, beim Tisch sind wir jetzt wieder, ne? Hä? Da hoch? Na, keine Ahnung. Ich gehe nochmal zum Tisch oben. Ich glaube, wir hatten noch einen Knoten. Stase-Dauer können wir auf jeden Fall nochmal. Das ist auf jeden Fall gut. Und jetzt gucke ich an. Ich glaube, ein Shop war hier auch noch. Noch mal was verkaufen kann, weil ich wirklich gerne. Was ist das? Das ist normalerweise bei den kleinen Viechern. Wo? Eigentlich bei Disney hier. Muss ich doch wieder hoch. Ich verstehe es gerade nicht. Wo leitet der mich denn hin? Wieder zurück in diesen Hauptraum. Okay. Jetzt können wir den Aufzug hoch. Aber Grobi ist auch nicht mehr hier, ne? Okay. Okay, jetzt definitiv hoch. Da rein, okay, aber vorher können wir noch. Gibt's noch? Wahrscheinlich müssen wir daher. Oh, Musikkopf.
Ende der Schatten. Du musst den Singularitätskern installieren. Isaac! Hör mal, bin dabei. Achso, da fällt mir gerade ein. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Texte lesen, ne? Danke, Doktor. Ich konnte es nicht machen. Ich hatte so viel Angst vor Blut. Ich sollte zurückgelassen werden. Der Arzt hat verstanden. Er brachte alles in Ordnung. Er sagte, es gäbe Gas, das mir helfen könnte. Er sorgte dafür, dass alle Schläuche angeschlossen waren. Er sagte, jetzt müssen wir nur noch atmen. Und die heiligen Kreaturen werden auch zu uns kommen. Schöne, tiefe Atemzüge. Ein durch die Nase, ein durch die Nase, aus durch den Mund. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Danke, Doktor. Danke für alles. Setball-Regeln hatte ich eigentlich. Isaac, ich verliere dich. Okay, das hatten wir schon. Da rein, schätze ich. Okay. Zum Luxus-Quartier. Da ist wieder keine Energie. Nice. Quarantäne wurde aktiviert. Oh, ein Hamburger. Keine Energie, keine Energie. Hier kommen die Schläuche. Ach, wir müssen erst wieder was zerstören, wie es scheint. Da hinten liegt was. Was? Ich weiß gerade nicht, wo ich hergekommen bin. Bin ich hier rausgekommen? Das heißt, wir müssen hier nicht hin, weil da ist der Strom aus, sondern da rein. Ja, das ist der einzige Weg. Eine Batterie. So. Die ist auf jeden Fall hier ordentlich am... Okay, was haben wir hier? Ruhekojen. Der Arm. Oh! Oh, ho, ho, ho. Alles klar. Komm her. Ja! Nice. Schade, dass man die nicht zweimal benutzen kann. Also hier muss doch irgendwo eine Batterie geben. Da. Sag ich doch. Da ist nochmal Stase. Wahrscheinlich, weil gleich der Hoshi wiederkommt. Alter! Die verarschen?
auf hier. Okay. Türen, Lichter, Türen oder Alter! Ich glaube, es hackt hier. Lichter, okay. Lichterhammer. Ist auch nicht viel heller hier, ne? Das, das. Isaac? Tut mir leid, Spätschicht. Wie geht es dir? Meine Mutter, sie... Octavia? Wie geht's ihr denn? Sie ist tot, Nicole. Sie beide. Sie hat Dad getötet, dann sich selbst. Die Kirche... Sie haben die Leichen mitgenommen, bevor... Oh, mein Gott. Oh, Isaac, es tut mir so leid. Diese Scheiße mit Holländer hier nicht. Hör auf. Sag einfach nichts mehr. Du hast gesagt, sie sei wieder sie selbst. Zu Hause würde es ihr besser gehen. Ich habe dir vertraut. Gott. Du hättest sie gleich selbst töten können. Es ging ihr besser. Du wolltest, dass ich zu Ishimura aufbreche. Du hast mich gedrängt. Weißt du was? Fahr zur Hölle, Isaac. Nicole? Nicole! Ich hab... Was? Gott, nein. Nicht sie auch noch. Isaac, ich bin's. Ich würde so gerne mit dir reden. Sie wollte reden. Sie ist nicht verloren. Es tut mir leid. Ich bring's in Ordnung. Wirklich? Ich rette uns beide. Es tut mir alles so leid. Okay, wo können wir denn hier noch hin? Waffen-Upgrade. Aktivieren. Logbuch abgerufen. Das auf? Ich muss das festhalten. Es ist Grausamkeit. Er hat entschlüsselt, wie das Signal des Markers des Geheimnisses. Oh mein Gott. Ah, Dr. Brennan. Mal sehen. Terence Kahn hat sie reingelassen? Schade, dass er nicht hier ist. Er hat nicht verstanden, dass diese Tragödie auch eine Chance ist, den Tod zu besiegen. Weiter. Diese Kreaturen. Reanimiertes Gewebe, zelluläre Unsterblichkeit. Ich weiß, wir waren nie einer Meinung, aber ich verstehe es jetzt. Es gibt so viele, die ich hätte retten sollen. Also kamen sie zu mir. Weil sie gelernt haben, mit dem Marker zu kommunizieren. Ich bin so nah dran. Ich dachte, er enthüllt die Geheimnisse, die ich brauche. Sie sind eine Frau der Wissenschaft. Nicht des Glaubens. Überlassen Sie mir den Marker. Das sind Ihre Autopsieberichte. Sehr gründlich.
Sie brauchen natürlich noch eine Peer Review. Und der arme Terence kann nicht mehr helfen. Ja. Es gibt nur einen Mann, dem ich vertraue. Mir. Wirkt sehr gründlich. Und nützlich. Für Mr. Harris' nächste Operation. Es wurden keine relevanten Rick-Aktivitäten aufgezeichnet. Wieder vollkommen. Ich glaube, das war eine Nebenmission. Kann das sein? Nicht, ey. Ich muss wo lang? Da zurück? Keine Ahnung. Ich fahre jetzt auch in die restlichen Luxusquartiere, wie es scheint. Nee, stopp, wir sind wieder hier. Hier können wir noch rein. Die war noch zu. Hier waren wir noch nicht. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Master-Sicherheitsüberbrückung erforderlich. Machen, okay. Ich glaube, das war's aber. Weg mit dir. Dadurch, alles klar.
kommen wir in die ganz, ganz luxuriösen Dinger hier, hä? Vorstandsquartier. Hat sie auch umgebracht. Alle. So, Level, was? Sicherheitskarte erforderlich. Da ist wieder eine Stange, okay. Schlafzimmer, Vorstand. Okay, hier müssen wir jetzt ein bisschen... Aha. Das müssen wir auf jeden Fall... Wow! Da! Gucken wir uns erstmal ein bisschen hier um, bevor wir das zerstören. Was ist da drin? Textlog. Persönliches Logbuch. Die White, erster Offizier. Die verdammt Unis haben das Kommando. Bei denen bin ich mir sicher. Ist es Zufall, dass so viele leitende Offiziere Markeranbeter sind? Das kann kein Zufall sein. Ich erkenne ein manipuliertes Blatt, wenn ich es sehe. Update. Ich habe ein paar Akten geprüft. Viele dieser Voraussetzungen begannen, nachdem der Rektor Eckhart mit dem Captain geplaudert hatte. Seit wann schert sich die Chefetage um das Personal? Flottenposition bestätigt an Captain Benjamin Matthews. Bezug nehmend auf unser Gespräch vor der Abreise kann ich mit Freude berichten, dass die Anwärter eine erstklassige Stasekapsel für sie an Bord der Heiligen Flotte der Kirche genehmigt haben. Glückwunsch! Ihre großzügige Spende im Laufe der Jahre haben bereits alle Kosten für die postmortale Stase und die Kryokonservierung gedeckt. Ich kann zwar nicht garantieren, welche Arche ihren physischen Körper schützen wird, aber alle Schiffe der Flotte sind für einen jahrhundertelangen Betrieb im Deep Space ausgelegt und mit modernster Verteidigungstechnologie ausgestattet, die sicherstellt, dass die Konvergenz ungestört verläuft, wenn die heilige Stunde naht. Ich muss noch einmal betonen, dass dieser Platz direkt von der erfolgreichen Beendigung ihrer Pilgerreise abhängt. Sobald der Marker sicher in den Händen der Kirche ist und alle elektronischen Aufzeichnungen entsprechend geändert wurden, werde ich ihre letzte Ruhestätte unter den Gesegneten der Kirche einschließlich Altmans selbst einrichten. Gepriesen seien der Marker und seine Propheten. Phoebe Trennan. Geheiligte Botin, Flottenauswahl und Sicherheit, Utology-Kirche. Der gesamte Schriftverkehr von und zu dieser Person wird überwacht. Die Weitergabe von Informationen aus dieser Mitteilung an ketzerische Parteien ist strengstens verboten und wird mit der Beschlagnahme von Eigentum und/oder Exkommunikation bestraft. Ach, Kirche, einfach geil. Großes Medipack, noch geiler. So, da brauchen wir auf jeden Fall... Sicherheitskarte wird erfasst. Und dann haben wir was hier?
Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Okay. Sicherheitsüberbrückung erforderlich. Interessant, warte mal. Wo führt denn diese Linie hin? Ach, zur Nachbarzelle. Okay. Ist schon geil, so eine Sicherung hier im Schlafzimmer zu haben. So, dann kommen wir hier rein. Und was finden wir hier? Dachte, da hätten wir auch noch was. Okay, da ist noch Credits. Okay. Hatte ich den schon? Der ist kaputt. So, dann wollen wir mal zerstören, ne? Reintreten, die ganze Scheiße hier. Ja, da gibt es doch noch was. Sehr schön. So, da haben wir, glaube ich, alles abgesucht. Hier auch, ne? Waren wir da drin? Ja, da waren wir drin. Da waren wir drin. Da, hier waren wir überall drin. Drin, drin, drin. Drin. Alles klar. Dann müssen wir jetzt hier zurück. Oh, hier war noch was. Audiolog. Meine Freunde, habt ihr euch das vorgestellt, als ihr euer Leben für die Kirche geopfert habt? Sieht dieses Gemetzel nach Transzendenz aus? Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Nicht mehr. Aber ich weiß, dass unser Leben mehr ist als der Treibstoff für die Konvergenz. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das Böse bekämpfen. Es ist noch nicht zu spät. Bitte! Ja, Konvergenzverweigerer. So, noch einmal speichern. Dann würde ich sagen, den letzten aus der Runde. Ich denke mal, ist der letzte. Oder wo müssen wir hin? Da links irgendwo hin. Was? Zerstöre im Büro des Chief Stewards. Genau. Ich glaube, Chief Steward, das sieht schon ganz gut aus. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.